So, willkommen zurück nach einer kleinen wohlverdienten Pause, nicht nur für uns. Sicher habt ihr auch ein bisschen Bedürfnis, ich hab mal kurz wieder frische Luft zu schnappen, aber es geht super spannend weiter. Und auch interessant, ich betreue ja, wie ihr wisst, nebenbei den Chat. Und da kamen so viele Fragen, die gesagt haben, da hätten wir gerne noch ein paar mehr Details. Und als hätten wir es gewusst, haben wir das natürlich schon mal ins Programm gebracht. Und sogar noch was viel Interessanteres. Wir haben uns einfach ganz kurz die Zeit genommen, mal geguckt, was sind denn so die wichtigsten Fragen, die ihr stellt. Schnell mal ein paar Folien draus gebastelt und ich glaube, so die 4, 5 wichtigsten haben wir da. Dazu begrüße ich meine Gäste. Bin ich sehr, sehr froh. Das sind nicht nur die Haus- und Technikherren, sondern einfach so, ich wollte schon sagen Vater und Mutter, aber nein, die beiden Väter dieses Events heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, auch vor allem direkt auf die Fragen des Publikums einzugehen. Der Wolfgang von der Firma Kuchem und der Alex, da liebe ich natürlich immer dieses Spiel, der Alex vom Humboldt-Carré, nicht der Alexander von Humboldt. So, ich habe euch vorgestellt, erzählt mal, was habt ihr uns mitgebracht? Ja, erstmal vielen Dank für die charmante Anmoderation. Die Väter dessen, was wir jetzt hier haben, das sind wirklich wir beide. Das ist der Wolf, ist unser Experte wirklich in den technischen Fragen und jeglichen Fragen, was die Haustechnik angeht. Aber vor allem, wie ich schon gesagt habe, haben wir uns zusammengetan, kurz nach dem Lockdown. Was machen wir? Was können wir gerne tun? Wir müssen auf jeden Fall ein digitales Format unseren Kunden anbieten. Und dann ist er ganz schön gekommen, den technischen Part vorzubereiten, zu sagen, wir bauen einfach ein digitales Studio ein. Und dazu kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr sagen, weil du im Detail immer drin steckst. Naja, es ist ja für so eine Location war einfach die Frage, muss Zoom immer dumm aussehen oder schlecht aussehen? Und dann, das sieht man ja manchmal, wenn man dann zu Hause so vor dem Rechner sitzt. Und letztendlich für eine Location heutzutage ist es, glaube ich, wichtig, dass man ein Studio hat in Zeiten der hybriden Events. Und da haben wir einfach mal gedacht, naja, Humboldt-Carré ist wirklich ein guter Partner von uns, ist eine Top-Location in der Mitte der Stadt, hier wirklich zentral am Gendarmenmarkt. Wo ist es denn besser? Also eigentlich so zentral hat es nur noch ARD und ZDF, glaube ich, ein Studio. Und das machen wir einfach mal. Einige Male, das Studio wurde heute schon, heute Morgen, als ich es gesehen habe, schon wieder, das ist ja fast wie ein Morgenmagazin. Ja. Das hat auch das Feeling hier so. Ja, genau. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, hier gibt es doch Räume und Platz, dann bauen wir doch mal was rein und da können wir da einfach mal schwenken. Was ist denn ein digitales Studio? Wie sieht das denn hier aus, mal Backstage? Richtig. Ich gehe jetzt mal einfach hier ganz eisenhart hinten rum. Und dann sitzen hier Leute mit Hygienekonzept natürlich und den Masken, dass man das alles hier durchführen kann. Und dann komme ich auf der anderen Seite wieder raus. Kuckuck, da bin ich wieder. Und da haben wir im Prinzip, das ist ein Studio. Das haben wir reingebaut. Das ist auch nicht so teuer. Ja, also man hat immer wahnsinnig viel Angst davor. Man muss es einfach mal machen. 2, 3 Sachen zusammenstecken. Und was können wir jetzt hier machen? Natürlich alles, was ihr heute gesehen habt. Ja, Zoom-Konferenzen, Webcasts für viele Leute. Überall, wo man einfach nach draußen muss und auch wieder zu alles, was hybride Events heutzutage einfach ausmacht. Natürlich, dafür braucht man ein Studio und hier ist eins, Humboldt-Carré. Ja. Und wir sehen ja auch, eine der wichtigsten Fragen ist natürlich dann auch immer nicht nur, wie geht das, also nochmal im Detail, wie funktioniert das eigentlich auch? Ne? Das hat natürlich viele Komponenten. Das eine ist natürlich, wo, gerade wenn wir über Hybrid sprechen, aber auch zum Beispiel so eine ganz klassische Frage, die immer wieder kommt, wie viel Vorlaufzeit braucht man eigentlich zum Beispiel für so eine Sache? Ne? Wenn ich jetzt sage, 4 Wochen kriegen wir das noch hin, mal vorbehaltlich, dass hier natürlich alle Zeit und auch noch nicht belegt wird, aber was ist da so eine realistische Vorlaufzeit? Was würdet ihr sagen? Also ich fange mal an von unserer Seite. Das ist natürlich abhängig davon, wie die Buchungslage ist, ganz klar. Aber wir sind, also das habe ich festgestellt, wir haben schon, das ist nicht die erste, wir haben schon 2 Konferenzen, 2 kleinere hier in dem Studio schon gemacht. Das geht auch wirklich innerhalb von wenigen Wochen. Ja, also wir haben das Wochen. Heutzutage ist das ja mit Wochen nicht mehr so wie früher. Ne? Also ich kann mich ja noch an die Zeiten erinnern, da haben wir immer noch einen Fax gekriegt, 6 Wochen vor der Veranstaltung. Das war dann unterschrieben, das war noch schon nach der Post, das war dann schon das Moderne. Heutzutage sind die Zeiten andere und das haben wir gemerkt und deswegen haben wir auch die ganze Logistik, die dahinter ist, muss man natürlich anpassen. Ja. Der Trend, den wir merken, ist, der Kunde bestellt eine Veranstaltung eigentlich wie ein Paket bei Amazon. Ja, heute geklickt, morgen ist es schon da. Ganz so schnell sind wir vielleicht dann doch nicht, aber
eine Woche Vorlauf ist überhaupt kein Thema. Und wenn ihr am Montag sagt, naja, am Mittwoch müssen wir hier mal 10.000 Leute irgendwie anstreamen, naja, dann machen wir das halt. Ja, sehr gut. Weil sehr der spannend. Wichtigste Part ist natürlich dann, da hat er vollkommen recht, nicht die Technik an sich, weil die ist da. Der Content muss natürlich vom Kunden vorbereitet sein. Ja, absolut. Also es ist eine Trinität sozusagen, die einfach zusammenkommen muss. Ne? Haben wir ja auch gestern alle erlebt. Wir haben alle noch sehr, sehr lange hier gesessen, weil zum Schluss dann endgültig alles zusammenfließt, alle Fäden zusammenkommen. Aber das macht natürlich auch das Abenteuer so ein bisschen aus. Ich meine, wir sprechen immer über Technik, aber letztendlich, wir merken das an jeder Veranstaltung, die wir haben. Content is King ist das Stichwort. Ja. Und das ist es natürlich auch. Je besser das Konzept im Vorfeld ist, je genauer man sich auch den kommunikativen Mehrwert schon vorgestellt hat auf der Agenturseite, ja, desto mehr kann man auch aus so einem Studio einfach rausholen. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht damit getan, dass ich jetzt sage, oh, ich habe hier einen Webcast und ich habe ein Streaming und ich habe eine tolle Location vielleicht und ich habe ein Studio, dann bin ich schon fertig. Nein, auch in diesen Zeiten ist es wichtig, was möchte ich kommunizieren und was brauche ich dazu? Welche Gesichter brauche ich dazu? Ja. Welche Inhalte möchte ich überhaupt transportieren? Das wird sich nicht ändern. Das wird sich auch nach Corona nicht ändern. Na, ja. Ich fand es ganz interessant, das muss man auch immer wieder sagen. Ich gerade nach dem Panel vorne kamen viele Leute auf mich zu und sagen, Mann, das ist ja wahnsinnig toll, euer digitales Studio. Kann ich das aber auch vorne größer haben? Und da musste ich sagen, ja, das, was du eigentlich im digitalen Studio gesehen hast, haben wir die ganze Zeit vorne im Humboldt-Carré in der Kassenhalle für euch übertragen. Und es geht ganz einfach. Ich musste auch schmunzeln. Wir haben, als wir die Bühne uns angeschaut haben, wir hatten 8 Leute auf der Bühne. Das hatten wir zu normalen Präsenzzeiten noch nie gehabt. Also Corona kann dann auch schon etwas verändern. Ja. Absolut. Und was ich natürlich auch sehe, ganz, ganz spannend, das ist eine ganz besondere Location. Man kennt das, wenn man jetzt, sag ich mal, so das klassische Bürogebäude irgendwo mietet, wo man dann die Breakout-Räume und Workshop-Räume hat. Das sind halt lange Büroflure und das ist natürlich toll. Wir haben diesen Kassenraum, wir haben hier ein super gut ausgestattetes Studio und ringsherum, das bekommt ihr nachher im Stream leider als Fazit mit, ihr könnt jetzt nicht sehen, gibt es ganz viele tolle Workshop-Räume, ja, ne, wo man reingehen kann, wo Reframes stehen, wo man mit Touchscreens arbeiten kann. Das macht natürlich nochmal vor allem auch diese hybride Idee, dass man auch wirklich im Workshop arbeiten kann, indem Leute von online und vor Ort zusammenarbeiten. Und da kommt mir aber gerade auch die Idee, wenn wir so sprechen, wie funktioniert das Studio allgemein, immer wieder so die Leute sagen, ich höre ständig von Greenscreen-Studio auch und so weiter. Wir haben ja heute eher Bluescreen so ein bisschen im Hintergrund, aber macht ihr das auch? Habt ihr da schon Erfahrungen? Und das ist ja sicher auch nochmal ein Kostenunterschied, oder? Das bestimmt. Also hier haben wir jetzt das Demo-Exemplar eines kostengünstigen, einfachen Studios. Letztendlich, wir können natürlich jetzt sagen, Geld spielt keine Rolle, aber das ist ja auch gerade in Zeiten wie diesen nicht der Fall. Ja, wie kriege ich also möglichst kostengünstig so ein Event, auch hybrid, auf die Straße? Das war der Gedanke hier. Was können wir machen, mit wenig Elementen möglichst effektvoll zu arbeiten? Und natürlich ist Greenscreen eine tolle Sache und natürlich ist eine 3D-Animation eine pfundige Sache. Und wenn ich das vorher rendere und dann nochmal entsprechend Zeit und Vorlauf habe, kann ich das alles machen? Nein, wir haben gesagt, wir stellen das hier hin, das steht hier. Wenn jemand reinkommen will, dann kommt er rein und dann geht's los. Und das ist das Konzept. Und wenn wir dann nicht viel Auf- und Abbau dabei haben, dann sparen wir die Logistik dabei. Dann ist es auch für den Endkunden oder für das, was man dann kommunizieren will, letztendlich dann auch eben noch finanzierbar. Und darum geht es ja letztendlich. Ja, ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir haben gerade im Chat auch gesehen, dass viele sagen, nehmen wir mal das Beispiel, was natürlich die Branche gerade umtreibt, Veranstaltungen sind wieder bis Jahresende abgesagt. Und dann kommt die durchaus, finde ich, berechtigte Sache, man wirft ja gerade alle Arten von Veranstaltungen in einen Topf. Und ähnlich ist es auch hier. Und dann sagt der eine, es kostet 50.000, andere 100.000. Aber wir haben eben ganz viele verschiedene Formate. Und für die Formate, habt ihr ja richtig gesagt, erstmal muss die Idee, der rote Faden stehen, gibt es halt viele Möglichkeiten. Und mal ganz ehrlich, das ist auch ein charmantes Studio und hat ja eben eine eigene Atmosphäre. Ne? Und Greenscreen hat ja da vor allem dann dieses, ich möchte das Studio auch immer wieder virtuell verändern und so weiter. Ja, es gibt eben viele Veranstaltungen auch im kleinen Format, deswegen zeigen wir hier einfach mal den kleinen Raum. Ja. Und es gibt das große Format draußen, da kann ich große Sachen machen. Aber jetzt letztendlich mal sowas wie eine Mitgliederversammlung oder Eigentümerversammlung, die suchen heutzutage verzweifelt, wie machen sie denn ihr Event? Ja, die haben keine Erfahrung dafür, die haben sich früher zu 70 Leuten abends beim Italiener getroffen. Das geht ja nicht mehr. Ja? Das heißt, es muss irgendwo ein Plenum geben, wo Leute sitzen und dann gibt es Leute, die sich draußen zuschalten. Da muss vielleicht eine Abstimmung mit stattfinden, aber das kann trotzdem nicht so
teuer sein, dass dann hinterher die Investitionsrücklagen von der Immobilie abschmelzen, ja, weil die Mitgliederversammlung so teuer ist. Ja. Also ich sage, alles schön, wenn wir ganz viele bunte Bilder sehen und viele Renderings und alles 360 Grad und virtuell mit Brille, aber lassen Sie uns auf dem Boden bleiben, lass uns einfach Veranstaltungen machen, so wie wir sie gemacht haben, und lass uns einfach den Mehrwert denken, wie kriege ich das jetzt weiter transportiert, wie kriege ich das weiter nach draußen und wie kriege ich die Leute von draußen nach drin. Ja, absolut. Finde ich sehr, sehr sympathisch und kommt genau eben auch der Realität noch ein Stück entgegen. Da kommt natürlich auch, weil du gerade sagtest, wie kriege ich die Leute rein, ob das ein Publikum, Akteure sind. Hat man ja auch eine Frage, die sehr häufig kam, nämlich gibt es eigentlich eine App oder überhaupt, wie kommen denn die Leute jetzt eigentlich zu uns? Also speziell natürlich auch die virtuellen. Klar, die jetzt virtuell zugeschaltet sind, die sind ja schon da, aber es gibt ja mehrere Optionen. Ne? Was kann man da so machen? Welche Wege gibt es? Also was ich ganz toll finde, wir haben mit Kurem entwickelt, man kann eine Landingpage machen, ganz einfach. Die kann man auch anpassen dem Unternehmen. Das heißt jetzt irgendwie, Firma XY hat jetzt irgendwie www, kann man auch machen. Das ist nicht immer über einen Drittanbieter-Name ist. Das ist auch manchmal ganz schön, gerade wenn man einladen möchte. Das ist machbar. Dann ja, wir haben im Prinzip schon ein, zwei neutrale Domains gesichert, wo wir sagen, okay, die heißen dann so ähnlich wie www.conferencehub.de. Ja, da kann man dann die Veranstaltung machen. Wir machen einfach klassischerweise eine einfache Landingpage. Und auch da gibt es natürlich Agenturen, die sagen, oh, Landingpage, böses Wort, 9000 Euro, fangen wir an. Nein, das ist bei uns ein Add-on. Um die einfache Einrichtung, Logo, zwei Klicks, fertig, dann gibt es das als Add-on. Das ist jetzt nicht viel Aufwand für uns und deswegen muss ich auch nicht viel monetarisieren auf der anderen Seite beim Kunden. Der Kunde überlegt sich jetzt gerade, wie kann er überhaupt sein Event auf finanziell tragbare Füße stellen. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, dann früher hast du bezahlt für dieses kleine Event 4 Leute auf der Bühne, 3 Lautsprecher, 4 Lampen, warst du für 2.500 dabei. Gar kein Problem, machen wir ein hybrides Event daraus, bist du jetzt bei 12.500, weil davon sind 9.000 die Landingpage, wo du hin willst. Vollkommener Humbug. Ja, kein Quatsch, nicht, macht keinen Sinn. Einfache, schlichte Lösungen, das ist das, die kann man schnell aufsetzen, da brauche ich keine 3 Tage Vorlauf, ich klatsche da das Logo drauf. Wenn ihr in 2 Tagen sagt, ihr habt ein Event, da muss ein Logo, da muss ein Stream drauf, dann ist das so. Dann gibt es die Landingpage, dann klicken wir die schnell zusammen. Das ist natürlich dann nicht sophisticated im einfachsten Fall, aber es sieht schlank und ordentlich aus und man hat eine Einladungsplattform auf dem Level, wie man es braucht. Ja. Es gibt natürlich immer die Deluxe-Variante. Deluxe haben wir natürlich auch. Aber ich glaube, es geht gerade. Deluxe geht. Hat er. Aber ich glaube, das hat Wolf so schön gesagt, es geht auch darum, weil alle immer das Gefühl haben, es ist unglaublich teuer. Ja. Nein, es ist wirklich nicht. Richtig. Und ich glaube, um das eben auch nochmal einzuordnen, weil ich kann ja gerade nicht den Chat gucken, aber da sieht man dann natürlich auch immer wieder widersprüchliche Meinungen und die sind richtig. Und da geht es auch gar nicht um entweder oder, es geht um sowohl als auch. Und deswegen finde ich es aber sehr sympathisch, weil wir im Moment natürlich den Trend haben, vollkommen nachvollziehbar, auch wir machen das, alles zu zeigen, was machbar ist und was möglich ist. Und das ist natürlich schön, weil man erstmal sieht, was geht, das ist inspirierend. Aber dann kommt genau das, was ist wirtschaftlich, gerade wenn ich mehrere kleine Dinge machen will. Deswegen, wie ich schon sagte, auch mal sehr sympathisch mal zu gehen. Man nennt das immer so ja Low-Tech, aber das ist ja nur Low-Tech, weil es nicht komplex ist und dadurch einfach auch leicht handelbar. Es ist ja nicht nur günstiger, man hat es auch leichter im Griff, ne? Man kann schneller aufsetzen und so weiter. Und natürlich, Studio, es gibt Unterschiede. Ja, ein Schlag den Raab, da brauche ich halt einfach, oder ein Let's Dance bei RTL, da brauche ich ein Studio, da brauche ich halt viele Leute, das muss nach wahnsinnig viel aussehen, das muss teuer sein, das ist logisch. Ja. Aber das brauchen wir doch auch normal für unsere Konferenz nicht. Es ist ja auch nicht so, dass ich sonst für irgendwie ein normales Panel wesentlich mehr hingestellt habe und viel Wackellampen, sondern wir machen wir heißen Kuchen Konferenztechnik, ja, wir machen Konferenzen und Konferenzen ist nicht High-End-Olympiastadion im Normalfall. Ja. Ja,
Aber man hat es ja, glaube ich, gefunden gesehen. Also wir hatten jetzt 50 Leute groß in der Kassenhalle gehabt im Humboldt-Carré. Mhm. Ich fand es unglaublich sexy. Also das hat wirklich, ich habe mir das auf dem Stream auch nochmal in Ruhe angeschaut, irgendwie, wenn man die Location natürlich seine eigene auch nochmal betrachten möchte. Es sah gut aus. Es sah, genau. Also es ist nicht nur es der Inhalt, der Themen war gut, sondern es sah einfach genial auch wirklich vom Design aus. Und das ist ja. da brauche ich jetzt ja, keinen Setbauer. Genau. Ja, ich muss jetzt einfach hierher kommen, da muss ich jetzt nicht noch irgendwie 15 rote Teppiche reinrollen und irgendwie wahnsinnig viel Deko machen, weil da mache ich eine Totale in dem Raum, das sieht toll aus. Ja. Ja. Und bei roter Teppich ist natürlich, das hat man für die Ehrengäste, aber generell das Thema natürlich Teilnehmer. Also wie viel können überhaupt dabei sein? Das ist natürlich spannend, weil wir reden natürlich in der Branche auch drüber, die einen sagen, die No-Show-Rate ist viel höher geworden. Die große Erfahrung aber, könnte ich fast mal schon so sagen, zu 90%, ja, viele kommen nicht, aber insgesamt kommen eigentlich viel mehr. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber man hat natürlich eine viel geringere Hürde teilzunehmen, man kann mehr erreichen. Das heißt, eigentlich so konkret die Frage, gibt es Grenzen? Und überhaupt, wie viele Leute kann ich erreichen, mal rein im Streaming, also so Broadcasting? Na, die Frage ist eher, die stelle ich dann immer zurück, wie viel könnt ihr denn einladen? Das wollte ich gerade sagen, das heißt bei ihm eigentlich immer unendliche Weiten. Das ist halt eine Frage, das ist, du sagst immer so schön, es gibt kein Ende. Letztendlich ist es dann vielleicht ab einer bestimmten Grenze, wenn man sagt, okay, es sind dann 100.000 Leute im Stream, dann braucht man vielleicht doch ein bisschen mehr Vorlauf als jetzt einen halben Tag. Ja. Das mag schon so sein, dass man das alles ordentlich eingerichtet hat, aber letztendlich, das soll sich der Kunde auch gar nicht so die Sorgen machen, dass er jetzt, der soll sein Einladungsmanagement machen, so wie auch, und kann seine Reichweite vergrößern, indem er sagt, okay, ihr könnt euch hier zuschalten, den Rest machen wir. Ja, und das ist auch technisch lösbar. Und wenn es dann 1.000 sind heute und am nächsten Tag stellt man fest, es sind 10.000, naja, dann klicken wir ein Häkchen ran und dann sind es halt 10.000. Und, aber ich glaube, das hat ja jeder von sich selbst gerade in der letzten Zeit so mitbekommen. Ja. Man hat irgendwie, also ich war auf mehr virtuellen Konferenzen jetzt in der letzten Zeit dabei als real davor. Also das ist wirklich eine große Möglichkeit, das merkt man ja an den Einladungen auch, sich viel mehr wirklich Content anzuhören oder anzuschauen im Stream, als man es vorher hatte. Also ich finde das eine ganz, ganz spannende Geschichte auch. Aber auch hierfür wieder. Man kann da natürlich jetzt wahnsinnig groß denken und sagen, okay, oh super, die kriegen jetzt 20.000 Leute in den Stream. Ist das eine tolle Geschichte? Ganz konkret, wie oft wird es aber eben auch der Fall sein, dass man sagt, okay, ich habe nur eine kleine Veranstaltung und ich habe vielleicht nochmal 50 Zuschauer zu Hause oder nur 100 Zuschauer, die ich nochmal on top habe, irgendwelche Gäste, die ich einfach nicht einfliegen kann in Zeiten wie diesen, wo ich sage, die bleiben noch besser zu Hause. Lassen wir sie da und streamen das nochmal weg. Wie viel darf denn dann so ein Stream kosten? Auch da, wir haben eine schlanke Lösung, die ist wirklich fair kalkuliert. Man muss jetzt nicht Angst haben, dass man sagt, okay, das zieht mir jetzt die Hosen aus an der Stelle, sondern es ist einfach ein Add-on, so wie ich sagen würde, ich brauche noch 2 Bildschirme mehr draußen im Foyer, damit nochmal 20 Leute mehr gucken können. Dann sagen wir halt, sie haben nochmal 100 Leute mehr, ja, dann ist das genau eine Komponente. Das ändert aber nichts an der Veranstaltung letztendlich, die sie ja sowieso haben und die sie planen. Und das ist das Mindset, das wir eigentlich auch natürlich, weil wir es jetzt bei euch im Haus schnell ausprobieren konnten und schnell umsetzen konnten, einfach so etabliert haben. Also gar nicht immer das Maximale denken, sondern bleibt doch bei der Veranstaltung. Bleibt da bei der Veranstaltung so, wie ihr sonst auch plant. Und wenn ihr dann sagt, okay, ihr braucht die Komponente Stream, naja, dann gibt es die Komponente Stream. Und das haben wir alles im Haus. Das geht. Ja? Ich glaube, das hast du vorhin schon erwähnt. Irgendwie, ich glaube, es geht wirklich, hängt wirklich von dem Einladungsmanagement ab. Also man kann jetzt gezielter, glaube ich, wirklich eine größere Zielgruppe erreichen. Also dass man vorher jemanden einzufliegen aus den Staaten oder whatever, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Aber du kannst jetzt wirklich eine größere erreichen. Und wir haben das selber festgestellt mit einigen Veranstaltungen, wo wir gesagt haben, da hattest du vorher irgendwie so 50, 60 Gäste und auf einmal haben wir gesehen, okay, es sind jetzt 250 noch zugeschaltet. Und der Kunde war natürlich riesig glücklich. Ja, absolut. Da kommt natürlich immer eine ganz, ganz wichtige Frage und ich sehe auch, dass da so, ich sag mal, Laien, die sich das erste Mal da mit dem Thema beschäftigen,
oft auch Verständnisprobleme haben, nämlich die, wir wollen auch die Leute aktiv einbinden. Da gibt es natürlich eine große Bandbreite von, jetzt sage ich mal, Voting-Tools, aber oft ist damit eben auch gemeint, das muss man auch oft nochmal nachfragen, sollen die zum Beispiel auch spontan mitreden können, wie eine große Panel-Diskussion. Da gibt es natürlich immer so, das wäre, glaube ich, nochmal sehr spannend, wenn ihr das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln könntet, war nämlich auch so eine dieser Fragen, wie viele Diskussionsteilnehmer können wirklich teilnehmen? Ich sage immer so schön, es ist wie in einer Präsenzveranstaltung, zu viele Teilnehmer können auch wirklich stören. Ja. Das ist, man muss von der realen Welt einfach übernehmen. Also wenn ich jetzt irgendwie 50 habe und alle haben das Mikrofon an, ist das keine Diskussion mehr. Ich finde wirklich, da macht es die Qualität einfach aus. Ja. Was sagst du? Ja, solche Anfragen haben wir aber regelmäßig im Moment. Ne? Also es kommt immer rein, oh, wir haben jetzt so 100 Leute im Chat. Ja? 100 Leute, die sollen alle mitsprechen. Und dann ist für uns die Frage in der... Wie soll das denn aussehen? Also dann teile ich 60 Minuten durch 100 und dann hat jeder irgendwie 40 Sekunden Redezeit und dann moderiere ich das noch an. Vom falschen Ende gedacht. Also das richtige Ende ist nach wie vor Content, was will ich kommunizieren, mit wem will ich es kommunizieren, was sind meine Spezialisten? Und dann komme ich ganz schnell auf die Idee, dass ich in eine Stunde Redezeit vielleicht 4, 5 Leute unten vernünftig unterkriege und nicht 100 Leute brauche, die alle mitchatten oder mit abstimmen. Ja. Das kann Sonderfälle geben, bestimmt, aber man kann viele Leute zuschalten. Wir können das realisieren, dass sich 100 Leute in so einer Konferenz zuschalten, aber auch da immer wirklich fragen, wird das dann noch eine Veranstaltung oder wird das einfach nur ein Kuddelmuddel? Ja, finde ich sehr, sehr pragmatisch, weil das ist genau der Punkt. Wir neigen alle schon durch die Digitalisierungsdebatte immer, die Technik wird alles verändern, wir müssen einfach mal einen Schritt zurück. Lass mal gucken, was wollen wir eigentlich, was ist die Intention und dann gucken, was brauchen wir dafür. Und genau das Beispiel ist sehr, glaube ich, plakativ. Wir können gar nicht mit 50 Leuten in einer Stunde jeden zu Wort kommen lassen. Warum sollten wir dann Technik dafür nehmen? Für andere Fälle geht das. Da haben wir tatsächlich noch ganz, ganz wenig Zeit. Das ist natürlich super spannend. Und natürlich weiß ich, hier steht ja auch im Chat und Co. auch im Nachhinein zur Verfügung. Nochmal was ganz konkret auf die Location. Wie viele Leute passen denn so auf so ein Podium? Also auch speziell das, was wir gesehen haben. Was wir vorhin gesehen haben gerade, was ich vorhin sagte. Also ich war erstaunt, wir haben jetzt 8 Podiumsteilnehmer gehabt. Mhm. Das ist schon eine Menge. Und das mit alles Abstand, natürlich, genau. Wollte ich gerade sagen, alles mit Abstand. Also die Hygienebedingungen werden hier natürlich grundsätzlich eingehalten. Ja. Das Kleine, so wie wir hier stehen, sind wir in dem Studio mit 3 Leuten ganz gut bestückt. Ich denke, wenn man da drüben in die Ecke noch einen 4. hinbekommt, dann können wir die Abstände irgendwie gut einhalten. Ja. Auch da wieder Formatfrage. Wie viele Moderatoren brauchen wir? Wer soll zu Wort kommen? Kommen die nacheinander? Kommen die alle gleichzeitig? Ja. Müssen die alle da sitzen? Oder man kann die ja auf der einen Seite reinführen, auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Auch da, die Agenturen neigen jetzt dazu, die Technik zu fragen. Und erst das Konzept und dann gibt es hier für das Kleine einen Raum und wenn man für das Große einen Raum braucht, die haben die wunderhübsche Kassenhalle im Humboldt-Carré. Ja. Also wir sagen auch immer, man kann hier auch wirklich eine kleine Form von Illner oder Lanz sogar in diesem kleinen, wunderbaren Studio hier durchführen. Ja, perfekt. So, man muss nicht nur immer stehen. Genau, das ist natürlich die Nähe zum ZDF-Studio, hört man gleich noch ein bisschen raus. Ne? Ja, wir sind, glaube ich, von der Zeit her durch. Wirklich schade, vielleicht gerade die Frage, lass uns mal ganz kurz noch die allerletzte nur kurz anreißen, das ist ja eh eine Frage, kann man ewig reisen, also ist ein Hybrid-Event nicht viel zu teuer? Ich glaube, da haben wir schon eigentlich zwischen den Zeilen eine ganze Menge dazu gesagt, oder? Also das ist das, was wir schon gesagt haben. Die Angst muss man nehmen, dass ein Hybrid-Event wirklich teuer ist. Es ist nicht, viele sagen, Mann, das kostet gleich so einen Kleinwagen. Völliger Blödsinn. Es ist vielleicht ein bisschen mehr, als man denkt, aber auf der anderen Seite, du sparst dir die Hotelkosten, du sparst dir auch teilweise Referenten, du sparst dir auch teilweise Möbel, ja, das muss man dazu auch sagen. Also das ganze Equipment, es ist nicht wirklich teurer. Das sehe ich auch so. Also wir legen es zumindest so an, dass wir sagen, wir gehen von einer normalen Veranstaltung aus. Da brauche ich eine Bühne, da brauche ich irgendwie ein Mikrofon. Ja. Um das werden wir nicht drum herum kommen. Und wenn ich dann noch sage, na, kommt dann nochmal ein Stream dazu, dann sind das vielleicht von mal 5-10% der Gesamtkosten, die dann da nochmal on top sind im einfachsten Fall. Das ist, und dafür habe ich dann den Mehrwert, dass ich eine schöne Zweitverwertung machen kann, dass ich nochmal was auf meine Homepage posten kann, dass ich vielleicht einen größeren Vertriebsweg habe. Das kommt dann alles dazu. Ich glaube, das ist dann auch realisierbar, auch in schwierigen Zeiten.
alleine wenn ich meinen Kunden sage, schön, wenn du eingeschlafen bist heute bei unserer Hauptveranstaltung im Saal, aber du kannst dir das alles zu Hause nochmal flott angucken. Das ist doch schon mal ein Mehrwert. Also, ich glaube, den kriegt man dann auch monetarisiert letztendlich. Das so oder so, weil wir hatten das halt irgendwie auch schon mit vielen Anfragen gehabt, die Frage, ist das jetzt wirklich so teuer? Und dann, wenn man sich dann zusammengesetzt hat, das machen wir meistens zu dritt, dann spricht unser Convention Sale und dann Kurem und dann machen sie Augen. Ach, es ist dann doch nicht so teuer. Also ruft uns an, fragt uns einfach, wir beraten euch wirklich ganz gerne und keine Angst vor den Kosten. Genau. Ja, aber eben brecht vorher mal runter, ja, was ihr wirklich, wie es wirklich aussehen soll, dann reduziert sich meistens. Viele Anfragen, die wir bekommen, sind halt so unrealistisch vom Ablauf her, dass es dann einfach schwierig ist, das konkret in eine einfache Zahl zu gießen. Je konkreter die Agenturen oder die Veranstalter dann sind und sagen, ja, wir haben 4 Leute, das soll an 100 Leute in den Stream nochmal zusätzlich, wir wollen eine Aufzeichnung dazu, dann gibt es da wirklich handhabbare Zahlen und ganz schnell und flott umsetzbar, weil ist ja alles da. Okay, super. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Hat man nicht das Gefühl, das war alles schon vorher klar, sondern wirklich spontan. Und aus der Praxis, die Kontaktdaten seht ihr gerade auch im Stream. Ruft dort gerne an und ich glaube, es ist auch okay, wenn der eine anruft und dann sagt man, notfalls ist nicht unser Ding, gebe ich an den anderen weiter. Deswegen so one das face to the customer. Genau. Hey, dann vielen, vielen Dank für euch. Ich sage nur noch kurz den nächsten Gast dann oder die nächste Session, die wir haben. In ein paar Minuten nach der Pause kommt dann der Andreas von Meet the Beef, einem neuen Format, das wirklich nochmal ganz besonders eine Mischung macht aus, ich sag's eigentlich gar nicht, genau. Würde eigentlich fatal sein, ich kann diese gute Stimmung eigentlich gar nicht rüberbringen. Seid gespannt, es geht gleich los in wenigen Minuten. Also, vielen Dank an euch, Andreas, welcome und wir sehen uns. Dankeschön.